Christina Sterz. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir zeigen Ihnen heute Bilder aus Mailand, wo bald die Weltausstellung beginnt. Dies sind unsere Themen heute. Am 1. Mai wird in Mailand die Expo eröffnet. Diesmal dreht sich auf der Weltausstellung alles um die Themen Ernährung und Energie. 145 Länder präsentieren in von internationalen Star-Architekten entworfenen Pavillons ihre Zukunftsvisionen. Noch wird auf dem Expo-Gelände fleißig gebaut, aber nicht nur dort. Die ganze Stadt hat sich herausgeputzt. Wir zeigen Ihnen 4 Wochen vor der Eröffnung schon mal, auf was sich die rund 20 Millionen erwarteten Besucher in Mailand freuen können. Nena ist eine der bekanntesten und die erfolgreichste Künstlerin der deutschen Popmusik. Auch international hat sie sich Anfang der 80er einen Namen gemacht mit ihrem wohl berühmtesten Hit 99 Luftballons. Hören wir doch noch mal kurz rein. Der Song war vor genau 32 Jahren nicht nur in Deutschland Platz 1 der Charts, sondern schaffte es sogar in den US-Charts auf Platz 2. Später war es zeitweise stiller um Nena, aber seit einigen Jahren mischt sie wieder in den Charts mit. Mehr als 20 Millionen Tonträger hat sie bisher verkauft. Wir haben sie auf der Tournee zu ihrem neuesten Album getroffen. Ja, und sie ist nicht nur Mutter, sondern mittlerweile auch schon Großmutter. Tolle Frau, die Nena. Mit einem neuen Musical geht's jetzt im Euromax Express weiter, unseren kurzen aktuellen Geschichten aus Europa. Wo jedem anderen vor Angst die Knie schlottern, fängt für den Schweizer Warren Fairbaum der Spaß erst an. Immer extremer treibt ihn seine Leidenschaft für alles Waghalsige voran. Wer ihn verrückt nennt, der macht ihm wahrscheinlich sogar noch ein Kompliment. Momentan holt sich der 32-Jährige den Kick bei einer von ihm selbst mitentwickelten Extremsportart, dem sogenannten Freestyle Canyoning. Und so sieht das Ganze aus. Genau so ist es. Wer sagt denn eigentlich, dass Räume immer 4 Wände und 4 Ecken haben müssen? Joël Unal hatte eine ganz genaue Vorstellung von seinem Traumhaus. Rund sollte es sein. Er ist kein Architekt, aber das hat ihn und seine Frau nicht daran gehindert, diese Version eigenhändig umzusetzen. Ihr Haus in Südfrankreich ist so außergewöhnlich, dass es seit 2010 zum nationalen Erbe des Landes gehört und unter Denkmalschutz steht. Wir wollten es Ihnen natürlich nicht vorenthalten und haben das Kugelhaus Unal für unsere Rubrik Euromax Ambiente besucht. Ja, das Haus gehört sicherlich zu den ungewöhnlichsten, die wir je besucht haben. Aber Sie können sich auch alle anderen anschauen. Und zwar ganz bequem im Internet unter dw.de/euromax-ambiente. Damit sagen wir Tschüss für heute und bis morgen, wenn Sie mögen.